aber einfach die Gelegenheit nutzen, mal sagen, dass ich wirklich ungeheuer beeindruckt bin von dem, was die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau hier zum Rheinland-Pfalz-Tag auf diesem Rathausplatz gezaubert hat. Das ist eine echte Bereicherung des Rheinland-Pfalz-Tags. Ich weiß, dass das ein Novum ist. Ich weiß, dass das sehr viel Geld gekostet hat. Ich glaube, das ist etwas, was an die Botschaft, an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ganz wichtig wäre zu sagen. Wein zu trinken oder zu gutieren ist ja manchmal sowas wie Religion auszuüben. Ich muss erst einen Moment nachdenken. Was könnten Sie sich vorstellen, an beiden zu schätzen? Ja, beides hat durchaus auch eine beruhigende, auch eine Wirkung, über das eine oder andere nachzudenken, in Maßen genossen und in Maßen zu sich genommen, ist, glaube ich, beides gut für Geist und gut für den Körper. Vielen Dank, dass Sie heute da sind und Sie erhalten von uns als allererster ein Jammerlappen. An einem solchen Abend muss man auch mal Dankeschön sagen. Danke denen, die wesentlich mit dazu beigetragen haben, dass wir das Ganze auch finanzieren konnten. Dazu gehört auch GDA Ingelheim und die Evangelische Kreditgenossenschaft in Kassel. Deshalb ein paar Fragen, Herr Haas, an Sie als Geschäftsführer. Sie sind so etwas wie der natürliche Partner des lieben Gottes. Sie haben beschlossen, das evangelische Programm mit zu unterstützen. Was waren denn Ihre Beweggründe, außer denen, die man dann so kennt, sage ich mal, ne? Also der Hauptbeweggrund war sicher mit das, was man von der Kirche her unter dem Stichwort Bewahrung der Schöpfung zusammenfassen könnte. Allgemeiner kann man sagen, Schützen der Umwelt, denn wir brauchen eine intakte Umwelt, um als Gesellschaft existieren zu können. Lieber Hochkirchenbaden, haben wir Chancen mit dem Jammerlappen, den EKK Nachhaltigkeitspreis zu erhalten? Dieses Jahr noch nicht, übernächstes Jahr wahrscheinlich. Es sind ja lauter neue Projekte hier, es gibt Arbeit, ja. Also dieses Jahr ist der Nachhaltigkeitspreis unseres Hauses ja erstmals ausgelobt. Es gibt eine hochkarätig besetzte Jury aus Fachleuten, aus Kirchenkreisen. Und der steht jetzt diesmal wirklich unter dem Motto, wie auch unsere Bank, ihre Bank mit christlichen Werten. Das heißt also Werte schaffen in christlicher Gemeinschaft. Nächstes Jahr wird der Schwerpunkt sein, ökologischer Umgang mit Ressourcen, Nachhaltigkeit, Thema Sonne und Wasser. Kirchen werden ja in Deutschland, glaube ich, noch gebaut. Die Lichtkirche ist eine davon, aber es gibt keine wie diese. Erzählen Sie doch mal, ich weiß es eigentlich schon, aber erzählen Sie es doch mal, warum gerade diese Kirche hier und dann noch in England? Also, tatsächlich, es werden wenige gebaut, aber das muss ich jetzt mal korrigieren, es werden noch welche gebaut. Ich werde übrigens am nächsten Sonntag, deswegen kann ich leider auch zum Festsuchen hier sein, eine Kirche einweihen, die neu gebaut wurde. Im Taunus. Also, das gibt's auch noch. Aber solche Kirchen wie hier, Lichtkirche, ist was ganz Besonderes. Was unterscheidet sie von anderen Kirchen? Mit dieser Kirche sind wir ja gewissermaßen unterwegs. Mit dieser Kirche gehen wir dorthin, wo viele Menschen zusammenkommen. Ich habe die Kirche bisher dreimal, heute zum dritten Mal, aufgebaut, erlebt. Testphasen nehmen wir raus. Landesgartenschau in Bad Nauheim, IAA in Frankfurt und heute hier. Das ist was ganz Besonderes. Überall Ereignisse, wo viele Menschen sind und manchmal eben auch an einem ungewöhnlichen Ort. Ich glaube, das ist auch hier so. Ich freue mich sehr, vorhin gehört zu haben, dass das diesen Platz mal ganz anders prägt. Und genau darauf setzen wir, dass diese Kirche Menschen einlädt, dass Menschen sagen, das interessiert mich. Hier will ich einen Moment bleiben und mal hören, was die, die drumherum sind, mit dieser Kirche verbinden. Was ist denn das Besondere an der Diakonie? In diesem Falle hier bei uns, hier stehen Sie beide zusammen am Tisch, ist was ganz Besonderes, was wir an Programm planen. Wie sehen Sie das? Also das Besondere der Diakonie hier in Rheinland-Pfalz ist, dass Rheinland-Pfalz ein diakonisches Bundesland ist.
und Ingelheim eine besonders diakonische Stadt. Wir haben hier die Versorgung der Flüchtlinge in der Abschiebungshaft. Wir wollen, dass es in einigen Jahren zum Beispiel diese Abschiebungshaft nicht mehr gibt, aber wir sorgen jetzt für die Flüchtlinge dort. Wir haben den I-Punkt in Ingelheim für Kinder und Jugendliche. Wir haben die Vorstadtkrokodile mit dem Gemeinwesenprogramm in Worms und Alzey. Wir haben 25.000 Hauptamtliche in der Diakonie tätig in Rheinland-Pfalz, etwa 50.000 Ehrenamtliche. Wenn das keine Botschaft ist, das ist eine sehr ermutigende Botschaft. Und wer sagt, dass Kirche tot sei oder am Sterben, der kann durch die Diakonie widerlegt werden. Das sind sie jetzt, zumindest zwei. Ich darf immer noch mal daran erinnern, dass uns der dritte noch fehlt und rund 7.000 Euro. Herr Zimmermann, sind Sie zufrieden mit der Arbeit Ihres Büros? Also da Sie mich kennen, wüsste ich wieder, was ich kritisieren könnte, aber ich bin erstmal sehr zufrieden und freue mich, dass wir Sie machen durften und decken durften und dass auch Sie dieses Experiment wieder mitgemacht haben, nachdem Sie schon bei der Lichtkirche das Experiment gewagt haben mit uns. So, dann gehen wir jetzt bitte an die Träger. Von seinem Himmel und spielt einen Musette-Walzer. Das macht er nicht an jedem Abend. Das macht er vielmehr dann, wenn er genug hat von den Sorgen und von den Nöten, von den Ängsten der Menschen. Dann setzt er sich vor seinen Himmel und spielt und verliebt sich ganz in sein Spiel mit seinem Akkordeon und in seinen Musette.